In diesem Börsenespresso geht es um den ETF-Hype und welche Gefahren der birgt. Dann sprechen wir auch über den S&P 500 und den SMI und haben auch ein paar interessante Aktienexpertisen für dich bereit. Los geht's! Bei uns im Studio Michael Bernecker und Ramon Huber. Du bist ja immer wieder hier zu Gast. Eigentlich aber doch zwei, drei Sätze, wer du bist. Ich arbeite bei Lehman Capital als Fondsmanager und setze mehr auf Single-Aktien. Das ist deine Spezialität. Und Michael Bernecker? Ich hatte früher die Gesamtverantwortung für die Investitionen von Privatbanken und Versicherungen. Also du hast hier diese Grafik mitgebracht, Michael. Was jetzt mir da zuerst auffällt, 2008, 2009, da ist irgendwie die Party losgegangen. Weshalb? Das ist richtig. Die hat sich auch fortgesetzt in den letzten zwei Jahren im Übrigen. Der Grund dafür ist sicher in der Geldpolitik der amerikanischen Notenbank und anderer Notenbanken zu suchen. Die Nullzinspolitik hat das traditionelle balancierte Portfolio unattraktiv gemacht. Und darum ist ein starker Trend gegangen, entstanden, die Kosten von Investitionen zu kürzen. Und das hat man eben gemacht, indem man diese ETFs gegründet, forciert hat, gleichzeitig natürlich ermöglicht durch technologischen Fortschritt. Die sind viel kostengünstiger sind versprechen dafür, darum gerade in diesen Asset-Klassen mit tiefen Aussichten eine Verbesserung der Performance. Vielleicht, Ramon, kannst du gerade den Zuschauern mal erklären, was der Unterschied ist zwischen einem normalen Fonds, wie du ihn managest, und dann einem ETF? Ein ETF ist auf einen Index, meist ein großer Index, sprich S&P, Nasdaq, SMI. Es gibt auch Sektor-ETFs, aber das große Geld liegt in den großen Indizes und die performen wirklich, wir werden das anschauen, wie der Index. Und ich meine, somit diversifizierter, aber natürlich auch jetzt USA mehr technologielastig und der Schweiz natürlich mehr defensivlastig. Aber der Unterschied eigentlich jetzt so ETF? Ja, ich meine, sonst, es ist noch der Anbieter, der entscheidend ist. Also habe ich jetzt ein ETF von der UBS oder von der ZKB oder in Amerika von irgendeinem, wenn ich da Angst habe um mein Geld. Aber sonst sind die Kosten noch ein weiterer Punkt, was ich festgestellt habe. Schauen wir uns dann auch noch im Detail an. Und, aber sonst ist das einfach, ich kaufe an und für sich den Index. Früher war ja das wenig möglich, den Index zu kaufen. Da hätte ich ja dann so viel Prozent Nestlé, so viel Prozent Roche kaufen müssen. Und das war viel aufwendiger und auch, wie Michael gesagt hat, natürlich mit höheren Kosten verbunden. Jetzt, Michael, wo siehst du das Problem? Ich meine, ETFs, wir haben es gehört, viel preisgünstiger für den einzelnen Investor. Das ist doch gut, also wenn man spart. Ja, bis jetzt ist die Bilanz scheinbar total positiv. Also die ist positiv. Die ist extrem positiv. Man sieht, das läuft. Die Kosten sind reduziert worden für die Investoren und zusätzlich gibt es Verstärkereffekte nach oben. Ist ja gut. Also ich meine, günstige Kosten, mehr nach oben, ist eigentlich das, was man will. Ja, ich will das vielleicht noch etwas relativieren anhand einer Grafik. Hier sehen Sie einerseits den S&P 500 Index und andererseits den Nasdaq, beide indexiert. Sie sehen eine erste Phase, die Blase der Ende der 90er Jahre. Der Nasdaq ist nachher praktisch wieder zurückgekommen. Das war die Dotcom-Krise. Das war die Dotcom-Krise. Und die zweite Phase der Outperformance ist jetzt seit 2009. War die Finanzkrise. Das war die Finanzkrise. Immer wieder mal so zwischendurch. Und wir sind jetzt also wirklich
in einer zweiten Phase des Überschießens. Mhm. Das sagt es Michael, was meinst du? Ja, ich meine, meine Frage ist natürlich sofort, ist jetzt dieser Dotcom-Hype und das zurück, können wir das vielleicht wiedersehen? Ich meine, dann hätten wir ja dann, wenn es wieder zurückgeht, dann den Start. Aber ich weiß nicht, was ist deine Meinung? Das weiß ich nicht, ob es ganz an den Start zurückgeht, aber es hat versteckt eben Verstärkermechanismen, also, in beide Rechnungen. Okay, beide Rechnungen. Okay, da nimmt nämlich jetzt schon Wunder. Dass er nicht die meisten Investoren benutzen den S&P als eine Basisanlage. Mhm. Sie investieren kostengünstig in den Index. Darüber hinaus investieren sie in sogenannte Alpha-Generatoren und das Einfachste ist natürlich in den ein zweites ETF zu investieren, eben in den Nasdaq, etwa in einen QQQ. Dann haben wir gesehen seit 2015, dass eigentlich der Nasdaq noch nicht reicht, sondern dass man konzentriert investiert. Das hat angefangen mit den Fangs, also auch Amazon dabei, und jetzt in diese KI-Aktien. Das sind alles genau die gleichen Aktien, eine oder zwei dazugefügt, Nvidia jetzt neu. Und der wichtige Punkt ist, diese Aktien dominieren auch vor allem die Bewegung des Basisindex, des S&P 500. Sie haben sieben Titel, haben ungefähr ein Gewicht von einem Drittel im Index, aber für die Bewegung, also für die Veränderung über die Zeit hinweg, sind sie zu 80% verantwortlich. Also du meinst, dass es so eine Art Selbsterfüllung gibt, weil die steigen, weil es da diese günstigen Produkte gibt, wird nur dort investiert und das zieht dann die Aktien wiederum hoch, oder? Ja, es führt auch zu einer Überbewertung von schlechten Titeln, weil früher hätte jemand, der eine Basis-Exposure suchte, wäre nie in den Sinn gekommen, in Boeing zu investieren. Heute macht er das, wenn er den S&P das ETF auf den S&P, er macht es nicht bewusst, sondern er macht es per Definition. Das ist was, das ich vor allem auch sehe. Sehr viele Investoren, die überlegen sich gar nicht, was sie an und für sich kaufen. Also sie kaufen ein ETF auf S&P, SMI, Nasdaq, aber dass sie ja da am Schluss auch S&P 500 Titel halten mit sehr unterschiedlichen Gewichtungen, wie er erklärt wurde. Und im SMI ist es ja noch viel extremer. Ich meine, da haben die drei größten Titel 45% des Gewichtes. Also an und für sich kaufe ich zwar ein breit abgestütztes ETF, aber an und für sich habe ich 45% Gewicht in Nestlé, Roche und Novartis. Mhm. Also, was machen wir da draus? Wo ist die Gefahr effektiv? Also, wenn es mal runtergeht hier, ja, was geschieht dann? Das ist ganz klar. Das ist eigentlich das, was die Leute im amerikanischen Aktienmarkt kaufen, ist ein hochkonzentriertes Portfolio von sieben bis jetzt super performenden Magnificent Seven Stocks. Wenn die nach unten kehren, aus was für Gründen auch immer, dann geht nicht nur diese sieben Titel nach unten, sondern geht der ganze Nasdaq und der ganze S&P geht sehr stark nach unten. Also es ist ein Konzentrationsrisiko, das dieser Anlagestrategie, das verborgen ist. Auch hier sieht man dann auf dieser Grafik, ich meine, das Timing ist dann auch schon ein sehr entscheidender Punkt. Ich meine, das ist ja eine deiner Expertisen, wo du sagst, ja, ich meine, es ist halt die Frage, wann ich kaufe, wann ich verkaufe. Wir haben hier ein paar Bewegungen eingezeichnet und da sieht man, dass es halt ein Unterschied ist, ob ich jetzt im Top 22 gekauft habe oder im Low 23. Und zwar, das ist krass, oder? Wenn du schaust, dreimal mehr Performance. Richtig. Aber jetzt ist natürlich die Frage, kann man das, ich sage, dementsprechend timen? Also ich meine, wenn ich jetzt das Ganze anschaue und sage, ich habe einfach gekauft und habe gewartet, dann müssen wir ganz klar sagen, super Performance, aber ich meine, zwischendrin ging es dann auch mal 30-40% runter. Mhm. Und ja, hatte ich dann während Corona keine Angst, dass das noch weiter runtergeht. Und ich habe dann zwischendrin mal verkauft,
ja, dann sieht die Performance wieder ganz anders ja, aus. Ja, also ich kann mich da schon erinnern, wie es da geklungen hat, wenn es darum ging zu kaufen. Also genau. Zuerst die Toilette, das Toilettenpapier und dann die Aktie vielleicht noch später. Ja. Richtig, das sind so Sachen, ich meine, wir haben ja dann das Ganze auch noch in Franken angeschaut, weil das macht ja auch einen großen Unterschied. Das muss man immer wieder betonen, oder? Die Indizes werden nicht in Punkten, die man irgendwo an der Casino-Kasse dann einlösen kann, gehandelt, sondern in Währungen. Wir haben also den S&P 500 und die Produkte darauf in US-Dollar. Jetzt hier den, haben wir es mal umgerechnet in Schweizer Franken, wie es da aussieht. Und das kann man ja sehr schnell vergleichen, dass da ein ordentlicher Teil der Performance weggeht. Weshalb? Ja, ich meine, wir haben das ja dann noch detaillierter angeschaut, vor allem diese 51%. Ich meine, das war genau der Moment, wo der Dollar gegenüber den Schweizer Franken dann von irgendwie 1,02 war er dort und jetzt ist er noch bei 88 Cent. Mhm. Ich meine, das sind dann auch wieder irgendwo 12-13%, die er einfach verloren hat. Mhm. Und ich meine, das ist das andere, ich sage jetzt positive Problem, das der Schweizer Franken-Investor hat. Franken wird immer stärker, ist ja sehr gut für unser Leben und deshalb ist die Inflation tiefer. Aber zum Geld anzulegen in einer fremden Währung, macht das Ganze einfach noch schwieriger. Mhm. Mhm. Was denkst du, Michael, jetzt dieser Währungseffekt, wie wichtig ist der, also der schwache Dollar für die US-Börse? Wie sehr ist der treibend? Also einerseits vom direkten, andererseits vom indirekten Effekt für die Industrie, die dahinter steht. Also jetzt ganz kurzfristig ist der Dollar ja stark geworden mit dem Zinsanstieg seit anderthalb Monaten. Das Problem ist die Frankenstärke. Der Franken ist anders als in früheren Phasen, wo jeweils Yen, D-Mark und Franken parallel gestiegen sind, ist heute allein auf weiter Flur, weltweit. Es gibt keine andere Währung, die so gestiegen ist. Jetzt haben wir das, Ramon, noch angeschaut, wie das aussieht auf den SMI. CH, kannst du da vielleicht das mal erklären kurz? Ja, ich meine, das ist das SMI-ETF von der UBS. So wie ich gesehen habe, das billigste in der Schweiz. Das ist auch was Interessantes. Also da kostet Verwaltungsgebühr 0,2%. Der iShares kostet 0,35. Okay, fast das Doppelte. Fast das Doppelte. Wenn jemand das einfach hält über Jahre, macht das schon relativ viel aus. Und ich habe genau dasselbe. Und interessanterweise in den USA ist es noch billiger. Also der Spider da, der kostet nur 0,1%. Dasselbe Produkt in den USA wie in der Schweiz. Ja. Genau. Okay. Ja, und hier sehen wir ja halt die Bewegungen, die anders sind. Hier geht es nicht so steil hoch. Es geht vor allem auch zwischendrin runter. Ein Grund ist sicher eben, der starke Franken hat einen Einfluss. Also was wir da sehen, das möchte ich ganz kurz erklären, das ist im Prinzip der SMI. Aber wir haben jetzt hier den ETF drauf. Deshalb sind die Werte da, die Preise etwas anders, aber es ist eigentlich 1:1 der SMI, der da jetzt abgebildet ist, einfach handelbar gemacht jetzt in einem ETF. Und ja, was man eigentlich auch sieht, Ramon, ich meine, jetzt seit 2015 24%, ist es nicht die große Sache. Aber wenn du das Ding jetzt die ganze Zeit hältst, aber wenn du die Schwankungen ausnützen kannst, dann bringt das Ganze schon mehr. Also den ETF immer zu halten, also ich glaube, da sind wir uns eine Meinung. Ja? Richtig, also ich meine, das Timing macht was aus und eben, was für ein ETF halte ich? Ich meine, jetzt war der S&P der Top-Performer. Michael hat es erklärt, wieso. In der Schweiz wissen wir auch, wieso, dass der SMI nicht so performt. Wir haben da die Nestle. Wir sehen hier die Grafik. Ich meine, ist einfach weiterhin das größte Gewicht. Und wenn das größte Gewicht schlecht performt, performt auch der Index schlecht. Würdest du Nestle jetzt kaufen? Ist ja günstig geworden. Und grundsätzlich steigt alles, wie wir immer wieder hören. Also da irgendwo ist der... Es ist ein defensiver Wert. Wenn die Börsen, was ich erwarte,
südwärts gehen im 25, 26, dann würde ich den halten. Ja. Jetzt Ramon, du warst vergangene Woche auch noch an einer Investorenkonferenz. Ja, ich meine, war diese ZKB-Konferenz hier in Zürich mit etwa 500 Investoren. Die kommen alle an und für sich mit der Idee, dass sie die besseren Aktien finden, also nicht ETFs kaufen wollen. Eben nicht, oder? Nein, genau. Also es gibt immer noch eine große Gefolgschaft, die auch das versucht und die richtige Aktie zu finden. Also mehr oder weniger Leute drauf gehabt wie in den vergangenen Jahren? Es war über die letzten 3 Jahre jedes Jahr mehr. Mhm. Also von daher, man versucht und man sieht ja dann auch eben, ich meine, wenn man die Aktien hat, wie jetzt diese Holcim, ich meine, die haben wirklich ein Top-Performance hingelegt. Das frühere Management, der Jan Jenisch, hat sehr viel erreicht. Und jetzt das neue Management mit dem Milan, auf dem Bild ist nebenan die Investor Relation, die Benedikt. Und ich meine, jetzt wird die Aufspaltung kommen, US-Business, Schweizer-Business oder Europa-Business. Und ich meine, für den Moment muss ich sagen, machen die sehr, sehr vieles richtig und haben auch schon besprochen, dieses ESG-Thema. Sie machen jetzt dieses Carbon Catcher, wo sie sehr viel Geld aus Europa bekommen. Und das hilft einfach, dass sie gegenüber der Konkurrenz noch besser werden. Carbon, wie viel? Carbon Catcher, also CO2 auffangen. Ja. Wenn ich was verbrenne, fange ich das wieder auf und kann das dann unter anderem für Flugbenzin brauchen. Also ich fange es auf, mach was für die Umwelt und kann es noch weiter verkaufen. Ja, also in einer unserer nächsten Börsen-Espresso werden wir das Thema ESG ja noch detailliert auseinandernehmen. Aber interessant ist ja schon, dass man eigentlich Holcim so nach den ESG-Richtlinien bis vor kurzem eigentlich nicht kaufen konnte, weil das irgendwie nicht dazu passte. Und jetzt ist die Welt da auf einmal eine andere und jetzt zu höheren Preisen kann man auf einmal wieder einsteigen. Ja, ich meine, zeitlang war das völlig verpönt. Jetzt hat man realisiert, ohne Beton würde ziemlich sicher die Welt nicht wirklich weitergehen können, weil eine Brücke, wo Hunderte von Tonnen draufstehen, das geht jetzt einfach nur mit Beton. Ja, gibt es auch keine Windräder, das ist ja vielleicht auch noch interessant. So ist es, so ist es. Ja. Würdest du Holcim kaufen, Michael? Etwas waghalsig, ja, wenn man so von unten her anschaut. Fast verdoppelt. Ja, ich wäre jetzt nicht heiß, jetzt zu kaufen. Und du, Ramon? Ja, ich muss sagen, mir ist ja auch ein bisschen heiß gelaufen. Aber wenn ich natürlich den CEO höre, Milan, sagt, das Beste kommt zum Schluss. Ach, okay, also dann sind wir doch mal gespannt, wie es da jetzt mit Holcim weitergeht. Die Konferenz, du hast ja da noch ein Bild mitgebracht. Sieht ja schon ein bisschen aus wie so ein Herrentreffen irgendwo. Ja, das ist so. Also wir können über ESG und über, ja, wir sollten Gender gleich und alles sprechen, aber im Finanzmarkt ist es immer noch so. Also Männer weit in der Überzahl und wenn ihr gut drauf schaut, es hat sehr wenige Damen drauf. Ich habe 2 gesehen hier auf dem Bild. Okay. Gut, lass uns doch noch über Straumann sprechen. Das ist ja ganz interessant, dass du da was erzählt hast. Ja, auch diese Firma habe ich getroffen und da ist wirklich was für mich, war ich mir auch nicht bewusst, aber die sind ja auch in den USA tätig. Mein Straumann machen Zahnimplantate, Zahnkorrekturen, Gebisskorrekturen. Und jetzt ein Grund, wieso das Geschäft nicht mehr so läuft, ist in den USA 95% der Leute, die Zahnkorrekturen machen, machen das auf Kredit. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Thema von Michael. Mit den gestiegenen Zinsen können sie sich nicht mehr so Kredite leisten und können keine Zahnkorrektur mehr machen. Also ich finde das schon unglaublich. Für uns auch keine, ist ja Schönheitsoperationen mehr. Ne? Ja, also ich meine, zeigt für mich einfach, in den USA wirklich läuft einfach alles über Kredit und deshalb die Zinsen dort extrem wichtig. Und wenn das passieren sollte, dass die Zinsen weiter steigen, dann glaube ich, hat auch dort dann die Wirtschaft ein Problem. Aber ich meine, es ist wirklich, wie die Firma gesagt hat, an und für sich das Geschäft sonst läuft weiterhin gut. Und was auch noch dazu kommt, die Kosten in den USA sind
extrem hoch. Und das hat mit dem ganzen Studiensystem zu tun, weil wenn jemand das Studium selber bezahlen muss, was in den USA häufig der Fall ist, endet er mit etwa 300 bis teilweise 500.000 Schulden am Ende seines Studiums. Du sprichst jetzt vom Zahnarztstudium. Von Zahnarztstudium, okay, ja. Gut. Klar, das sind dann auch noch längere und vielleicht ein bisschen teurere. Aber das heißt, er muss ja dann nachher irgendwo wirklich viel verdienen, weil sonst kann er die Schulden nie mehr zurückbezahlen. Mhm. Also sprich, der Zahnarzt ist teurer. Wie Straumann sagt, also teurer als in der Schweiz. Ein Zahn kostet etwa 5.000 Dollar. In Frankreich kriege ich das Ganze für Hälfte. Wenn ich jetzt Straumann anschaue, mir fällt hier diese Struktur auf, das ist so eine Fleckstruktur. Und jetzt im Zusammenhang mit dieser Abwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben, ist das eigentlich hier so als eine Konsolidierung. Und was zu erwarten wäre, wäre jetzt hier so eine Abwärtsbewegung dann irgendwie Richtung 70 Franken irgendwo. Dann kann man sich das wieder anschauen. Hältst du dagegen? Nein, kann ich nicht dagegen halten, vor allem eben mit dieser Verschuldungsgeschichte. Mhm. Wenn das doch mehr Aufwärtstrend von den Zinsen kriegt, dann glaube ich, müsste da das Geschäft noch mehr einbrechen. Also ich muss schon noch kurz etwas hinzufügen, was natürlich schon denkbar ist, dass es jetzt irgendwo nicht gerade nach unten geht und nochmals einen Swing gibt, aber spielt am langen Ende dann nicht eine große Rolle. Michael, deine Meinung? Auch, ich sehe das auch so. Arista, da hast du jetzt, glaube ich, wirklich etwas dazu zu sagen. Ja, ich meine, wir haben ja die Arista schon verschiedene Male behandelt. Ja, auch das Management war wieder auf dieser Konferenz. Und ich meine, Sie waren ein wenig überrascht, dass der Aktienkurs doch so weit zurückgekommen ist. Du hast das in deiner Expertise da bei 1,80 an und für sich erklärt, dass das so rauskommen werde. Ja, aufgrund von dieser Rising Wedge heißt die Struktur hier. Ja, und bis jetzt läuft es nach deinem Plan. Mhm. Das Geschäft läuft weiterhin soweit gut, leiden auch ein bisschen darunter, dass halt jetzt die Preise zurückkommen, dass man auch das eine oder einzige ein bisschen billiger machen musste. Mhm. Aber ich meine, das wäre wirklich... Was heißt das jetzt, billiger machen? Ja, ich meine, die Brote wieder ein bisschen günstiger verkaufen. Ich meine, die machen ja Brot in allen Formen, Farben und mit verschiedenen Produkten. Also, und jetzt ist das, ich meine, der Weizen ist zurückgekommen. Jetzt Lidl, ein Großkunde, hat dann ja gesagt, ja, jetzt müsst ihr halt das Brot wieder irgendwo 2 Cent tiefer geben. Und somit verkaufe ich zwar dieselbe Menge Brot, aber ich mache ein bisschen weniger Umsatz. Der Margendruck hält sich da wirklich in Grenzen, das ist, muss man sagen. Also Sie haben die Marge weiter gesteigert. Auch dieses Jahr sollte die nochmals ein bisschen besser kommen. Aber es ist der Markt, der relativ skeptisch ist, hat auch ein bisschen mit am Schluss mit Nestlé zu tun. Bewertung von Nestlé wurde günstiger, die sind auch im Food-Bereich, also wird auch ein bisschen günstiger. Aber ich würde meinen, dass es jetzt auf diesem Niveau wieder interessant wird zu kaufen. Und für die Zuschauer würde mich wirklich mal wundern nehmen, habt ihr schon mal geschaut, was ihr für Brot kauft? Ich behaupte, über die Hälfte der Leute kaufen mindestens 1 bis 2 Mal ein Produkt von Arista. Also in der Schweiz, Histand, und in jeder Tankstelle findet ihr das. Ja, also ich bin mal gespannt. Einfach unten in die Kommentare reinschreiben, wie das aussieht. Aber was mich auch interessieren würde, kaufst du Arista jetzt? Nein. Also der geht hinunter. Ja, ich glaube auch, das geht noch tiefer, Ramon. Damit sind wir am Ende von diesem Börsen-Espresso. Danke fürs Mitwirken dir, Michael, und auch dir, Ramon. Mich würde jetzt noch interessieren, in welche ETFs du investierst und ob das überhaupt ein Thema für dich ist und welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Alles unten rein in die Kommentare. Dann noch bitte einen Daumen hoch unter das Video und auch einfach teilen. Und nicht vergessen, die ETFs verkaufen, bevor die Märkte fallen. Dir noch viel Erfolg an der Börse und bis zum nächsten Mal.